So, ich melde mich jetzt doch schon mal zurück. Nochmal an der Stelle, an der die Krabbspinne besiegt wurde. Hab nochmal das andere Safe-Game geladen. Sorry für den kleinen Rage in der letzten Folge. Also, ich habe mich ja zurückgehalten, aber es hat mich schon ein bisschen aufgeregt, muss ich ja mal echt sagen. Das sind so ein paar Kleinigkeiten, die mich ein bisschen triggern an dem Spiel manchmal. Aber okay. Ist halt noch nicht perfekt. Macht der dritte Teil dann doch schon wesentlich besser. Aber gut, wie gesagt, ich habe jetzt nochmal den Spielstand geladen, wo wir die Krabbspinne besiegt haben. Und habe jetzt halt in dem Dialog, da hatte ich jetzt auch die Gelegenheit zu sagen, okay, ich muss mich vorbereiten. Schwert aus Kermoren habe ich hier aufgehoben. Das ist ja ein ziemlich gutes Silberschwert, was hier liegt. Also nicht besser als mein exzellentes Silberschwert, aber an sich schon nicht schlecht. Gut, dass wir hier doch nochmal waren, weil ich bin jetzt halt nicht mit dem direkt hingegangen, sondern hab die jetzt vorgeschickt, werde mich dann in Ruhe vorbereiten und dann knüpfen wir uns in dieser Folge Leto vor. Viel mehr will ich in der Folge jetzt auch gar nicht machen, außer den Kampf gegen Leto gewinnen. Kann ja eine Weile dauern. Ich weiß es nicht. Jovets Versteck ist ja noch. Oh, da waren wir. Siehst du, da waren wir auch noch nicht drin. Also an sich hat sich's ja eigentlich gelohnt, dass wir jetzt hier nochmal uns umsehen. Upsala. Achso, ja, wie gesagt, es ist nämlich jetzt schon, während ich das aufnehme, 0 Uhr und ich habe morgen Frühdienst, das heißt, da klingelt um 7 der Wecker. Deshalb kann es sein, falls wir gut durchkommen, dass die Folge eine kürzere wird. Aber das müsst ihr mir ja auch mal gönnen. Ich denke, man wird es mir verzeihen. Dafür wird es halt eine sehr spannende Folge. Dumm. Ich bin gerade dumm. Hier geht's hoch. Nicht denn eigentlich gerade auf der Karte? Ganz da drüben. Dran. Ich habe ein bisschen Angst, dass hier gleich automatisch schon wieder das alles losgeht. Hier an der Kante werde ich jetzt meditieren. So, wir gehen erstmal ins Alchemie-Menü. Und was können wir denn herstellen? Braunöl. Oder erstmal Absud-Raffarz des Weisen. Minus 30% Schaden, erhöht aber die Vitalität beträchtlich. Könnten wir uns mal zwei Stück herstellen? Braunöl haben wir noch. Verstärkt Bluten, Drachentraumbomben setzen Gas frei. Oh.
machen wir mal ein paar, vielleicht helfen die ja. Dass wir einfach, dass wir Möglichkeiten haben, wenn wir dann gegen Leto kämpfen. Das Alkas mache ich auch nochmal. Goldener Pyrol erhöht sämtliche Resistenz. Machen wir uns auch nochmal ein. Artetschen. Sind die Bomben. Ja, vielleicht können wir ihn damit ein bisschen eindecken. Katze haben wir, Krähe haben wir auch noch. Ich trotzdem mal ein neues. Ich habe hier die Zutaten an sich gerade zuhauf. Petris Filter, Samun, das sind die Blendbomben. Schwalbe. Ringbomben, tanzender Stern. Explodiert mit Feuer. Kurz meine Quickslots angucken. Schuhe ausgezeichnet. So, nehmen wir mal die Bomben mit rein. Dann 10% Schaden. 20% Schaden bringt der Schleifstein sogar. Dann nehme ich den einmal. Oh, dieses Menü, ne? Da kriegst du manchmal die Krise. Ich konnte jetzt nicht mehr hochscrollen hier. Erhöhter Schaden gegen Menschen. Kann ich das auch zusätzlich zum Schleifstein noch drauf ballern? Und scheinbar nicht. Oh, jetzt habe ich den Schleifstein vergeudet oder was? Weil man nur eins drauf machen kann. Gut, das wäre auch sonst ein bisschen OP, wenn man mehrere Sachen drauf machen könnte. Gut, nicht so schlimm. Tränke einnehmen. Wir brauchen auf jeden Fall einen Schwalbertrank. Erhöht Zeichenintensität. Oder doch lieber mehr Schaden. Dann nehme ich noch mehr Resistenzen und mehr Schaden. Machen wir es wieder so wie gegen den Kairan. Ist halt hart, dass die Zeit schon wieder so runtertickt. Wir haben noch keine Zeit. Steh auf. So, jetzt aber nichts wie hoch. Schnell den Dialog durchdrücken. Weil beim Spielen Dialog wir vergeht. Theater. Und ich bin, glaube Beim ich, Dialog vergeht halt die Zeit der Tränke auch. Deswegen. Eroberin. Pass auf, um unsere List nicht aufzudecken. So, das haben wir. Wer das nochmal sehen will, letzte Folge. Muss nämlich jetzt schnell gehen. Sagt es, ich dem
Mann. Wenn du es so... Genug mit der Farce! W3, Ende! Also, wer das nochmal sehen will, letzte Was Folge. Was schreibst du da für ein Spiel? Gegen Ende. Eins, das du verloren hast. Falls ihr es verpasst habt. Gib mir mein Schwert! Krepier! Ich muss dich töten. Versuch es. Ich bin kein König. Eine Schande, dass wir auf verschiedenen Seiten stehen. Offenbar weißt du noch, wie man kämpft. So, gut, dass ich jetzt schon mal zur Seite gesprungen bin. So verbissen? Sie denken, ich hätte Volltest getötet. Ja, selbst schuld. Hättest eben nicht Soldat spielen sollen. Boah, boah. Warum tötet ein Hexer Könige? Hexer war ich einst, vor langer Zeit. Und jetzt bist du käuflicher Verbrecher? Na, Glückwunsch! Boah! Leto, entspann dich doch mal. Rauch mal einen, trink einen Schnaps und dann fahr mal runter. Alles raus, ne? Oh, eine Giftbombe. Bombe. Hexerzeichen. Selber die ganze Zeit geschützt. Kommt damit sein Schwert Wirbel an. Der macht's mir schon nicht leicht, der Kerl. Warum verfangst du mich so verbissen? Sie denken, ich hätte Volltest getan. Oh Mann, oh. Schaden 0. Oh, wow. Warum tötet ein Hexer Könige? Hexer war ich einst, vor langer Zeit. Und jetzt bist du käuflicher Verbrecher? Na, Glückwunsch.
Oh Mann. Oh, das hat er schon wieder so Quen angemacht. Ich raste aus. Boah, ich habe keine Energie. Warum habe ich keine Energie? Oh. Weil ich Quen anhatte und dann regeneriert das nicht. Aua, jetzt muss ich mal kurz ohne auskommen hier. Weg. Du hättest aufgeben sollen, solange noch Zeit war. Du kämpfst gut, aber früher warst du besser. Die Muskeln gehorchen mir noch. Das hat dir die wilde Jagd nicht nehmen können. Ein Hexer und ein paar Elfen reichen, um einen König zu töten? Du ahnst ja nicht, wie viele bereit standen und mittun wollten. Und du meinst, dass die alle dicht halten? Jorvets Zeit ist abgelaufen. Andere werden gerichtet, weil sie das Chaos losgetreten haben. Aber warum? Du warst einer von uns. Hast uns gerettet. Wir sind quitt. Deine Hexe kennt sich doch aus. Meinst du, sie kann mich nach Edirn teleportieren? Wenn sie brav ist, tue ich ihr nichts. Ich werde dich finden. Wir sehen uns in Edirn. Irgendwie haben wir lange genug überlebt, scheinbar. Wo ist Rausch? Wir haben ein paar erwischt. Der Rest ist entkommen. Und Leto? Tot? Unterwegs nach Flotsam. Woher weißt du das? Er will Triss. Ich muss los. Bring ihn um, noch bevor er mit den übrigen Kontakt aufnimmt. Du hättest dem Deune nicht vertrauen sollen. Komm. Nein, Geralt. Wir können da nicht hin. Die Garnison. Natürlich. Mir war entfallen, was ihr für Krieger seid. Mette Terde, Gwynblade. Viel Glück. Oh, wir haben ihn besiegt. Wir müssen aber jetzt schnell nach Flotsam und Triss helfen. Aber, meine Freunde, ihr wisst ja, das werden wir nicht in dieser Folge machen. Ich habe ja gesagt, ich werde wirklich den Kampf gegen Leto machen und den haben wir gemacht. Denn das Bettchen ruft. Loote noch schnell die Kiste hier oben und dann bin ich aber weh wie weg. Auch wenn es hier sehr schön ist. Gibt es noch ein Buch über die wilde Jagd, die wir hier gefunden haben? Die lese ich euch noch vor, als gute Nachtgeschichte quasi. Buch analysiert Legenden über die wilde Jagd. Die wilde Jagd. Den Nordlingen zufolge ist die wilde Jagd eine wüste Galoppade von Skelettreitern. Sie jagt auf Pferdegerippen über den Himmel, in rostige Panzerreste gehüllt, mit schartigen Schwertern an den Gürteln. Wie ein Komet kündet die wilde Jagd von kommenden Kriegen. Dies konnte zweifelsfrei gezeigt werden. Alle Jahre kommt der Trupp der Geisterreiter zur Ernte, die beim letzten Nilfgaard-Krieg besonders reich ausfiel. In Novigrad allein verschwanden gut 20 Menschen mit der Jagd. Bemerkenswert, in den Legenden der Elfen und Zwerge taucht die wilde Jagd nicht auf.
Oder habe ich noch was zu looten vergessen? Ein paar Raunen. 14. So, also dann. Wir haben Leto zwar nicht getötet, aber wir haben immerhin. Wir sind nicht gestorben. Sagen wir mal so, er hat uns verschont. Wir speichern hier nochmal. Und dann danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, heute mal eine kleine, kurze Folge. Macht's gut, Leute. Ciao.